Kranz für den Friedhof binden und schön dekorieren. Auch einfach mit Blumen aus der Kaufhalle. Strohkranz, Wickeldraht. Und zwar ist es hier wichtig, dass der blau geglühte, also nicht der grün lackierte, blau geglüht deshalb hier, dass der verrotten kann. Der grün lackierte tut es nämlich nicht. Eine Schere ist klar. Solche Haften. Und natürlich nach Steckmasse. Ja, ich fange ganz einfach an. Mit einer Hafte. Und dreht euch jetzt hier so über eine Schlaufe. Nehmt den Kranz und zwar auf der linken Seite und steckt jetzt hier die Hafte rein. Somit ist euer Draht jetzt hier richtig fest dran und geht von außen nach innen in den Kranz. Und habt das dann hier halt so schon mal zu liegen. Danach schneide ich mir erstmal die Koniferen zu. Und zwar, hier seht ihr das richtig gut. Hier sind ja diese Fruchtstände. Und zwar gibt es bei den Koniferen immer vorne und hinten. Schaut, hier ist hinten. Hier ist diese dicke Rippe zu sehen. Und da nehme ich jetzt einfach die Koniferen und schneide mir so jetzt in etwa solche Stücken, nicht ganz so groß lang wie meine Hand. Und zwar eben halt von hinten. Dadurch könnt ihr, hier kann man es dann nochmal teilen, dadurch könnt ihr von vorne alles verwenden und habt da eben halt keine Schnittstellen. Also das ist so, ja, die Vorbereitung ist jetzt hier nochmal sehr reizvoll. Wenn man jetzt hier Koniferen hat mit Fruchtständen, sieht ja richtig super aus. Und vor allem jetzt auch das Zuschneiden der Koniferen geht ruckzuck. Jetzt, wenn dann nachher so ganz große Äste sind, dann nehme ich die auch nicht. Dann nehme ich jetzt hier auch die kleineren und fasse die zusammen. Aber ansonsten geht es jetzt hier ganz schnell. Und man kann eigentlich so gut wie alles von den Koniferen verwenden. Dass da jetzt gar nicht so viel Müll ist. Auch wenn jetzt solche dünnen Äste. Das ist eben halt ruckzuck gemacht. Okay, jetzt wird es hier vorne schon durchkommen. Das mache ich dann auch nicht. Ich dann noch mal gucke, was kann ich jetzt hiervon gebrauchen. Ja, und das ist jetzt mein, okay, dieser Ast ist jetzt mein Müll. Oder ich nehme es nachher für die Dekoration natürlich auch, dass ich jetzt hier drauf eben alles entferne und kann eben mit den Ästen eben auch noch mal richtig schön arbeiten. Nehmt ihr eure Rolle in die rechte Hand und nehmt den mittleren Finger und mit dem Finger führt ihr den Draht und braucht jetzt die Koniferen jetzt so am unteren Stück hier ganz einfach nur so in Reihe reinlegen. Hier eben gucken, okay, in welcher Richtung. Jetzt haben sie ja eure Koniferen ein vorne und ein hinten. Habe ich jetzt hier nochmal so ein Stück, dass ich euch das richtig gut zeigen kann. Jetzt hier ist es egal. Aber hier zum Beispiel ist das hinten und das jetzt hier vorne. Und mit dem Finger haltet ihr den Draht fest und könnt jetzt hier
alles richtig gut rüberziehen. Bindet auch bis, liegt bis zur unteren Ecke an und zieht dann den Draht einfach rüber. Und setzt so einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter hier bei den Koniferen wieder den Draht weiter an und macht das gleiche eben halt nochmal. So, hier runter. So, jetzt mit den Koniferen, das bindet sich auch sehr, sehr schnell. Äußere große Stücke eben halt und dann nach außen vom Rand, kleinere nach innen, eben dann jetzt hier auch mal ganz fest ziehen, so mit der Rolle. Und hier seht ihr das, wie das bei mir aussieht. So etwa immer anderthalb Zentimeter so auseinander. Hier gehe ich dann mit dem Draht gleich wieder ein Stückchen weiter. Mit den Fruchtständen gucke ich jetzt auch, okay, dass die richtig schön eben auf dem Kranz so liegen, dass die von oben richtig gut zu sehen sind. Material muss ich mir auch immer wieder nachschneiden. Geht ein Haufen und drauf. Also eine ganz große Einkaufstüte voll solltet ihr von Material, auch wenn der Kranz jetzt gar nicht so groß ist, solltet ihr schon haben. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier schön drauf geachtet, dass die Fruchtstände oben sind. Hier könnt ihr auch mal beikommen und oben entweder was Kleines anlegen oder eben mal auch ganz und gar nicht so eine Runde rauslassen. Könnt ihr euch das Material auch schon ein bisschen einteilen, okay, und mal gucken, habt ihr wenig Material, bindet ihr den Kranz ganz, ganz dick oder habt ihr nicht so viel. So, und wenn ich jetzt hier jetzt das auflege, dann liegt das jetzt hier schön drauf und das auch eben zu sehen. Binde ich den oben so dick, dann würde mir die nächste Runde jetzt praktisch die schönen Fruchtstände verdecken. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie ihr eine Pause macht. Und zwar nehmt ihr da einfach eine Hafte. Jedenfalls noch nicht in diesem Video. Und wickelt den Draht jetzt zwei oder dreimal rum. Und so könnt ihr euch wieder Material fertig machen.
Oder eben auch wirklich mal eine Pause. In der letzten Reihe komme ich bei und gucke, dass ich jetzt hier mit dem Grünen einen glatten Abschluss lege. Also sprich, hier konzentriere ich mich jetzt drauf auf die Enden. Ich ziehe meinen Draht auf jeden Fall noch mal schön fest und wickel den jetzt hier insgesamt gleich zwei oder dreimal rum. Drehe mir jetzt hier wieder so eine Schlaufe, indem ich noch alles auf der Spule habe, also verbunden, und nehme jetzt hier meine Hafte und ziehe die jetzt von oben hier rein und stecke meinen Draht damit fest, den ich jetzt hier nur abschneiden brauche. Enden vom Draht immer schön runterbiegen und bin jetzt erstmal soweit damit fertig. Nehme ich meine Steckmaße und schneide mir von der Steckmaße. Jetzt hier oben gucke ich, okay, wie hoch soll das jetzt drauf sein. So ein Stückchen runter. Die Nasssteckmaße und die Trockensteckmaße schneidet sich immer am besten mit einem geraden Messer. Also wo ihr jetzt hier kein Brotmesser. Und gucke, okay, und nehme jetzt Draht. Hier könnt ihr aber auch Kükendraht nehmen. Und halte mir das jetzt hier mal so an und nehme jetzt eine große Schere, womit ich entweder Draht schneiden kann oder ich nehme eine Zange und mache mir jetzt hier aus meinem blau geglühten Draht gleich dieses Geflecht fertig. Also ich hatte auch im Baumarkt mal geguckt, wie teuer denn so eine Rolle Kükendraht ist. Erstmal ist die so groß, dass ich gar nicht so viel brauche. Außerdem kommt eine Rolle Kükendraht also über 10 Euro. Und aus diesem Grund habe ich das jetzt praktisch so mir gleich angewöhnt, eben aus diesem Draht mir selber dieses Geflecht zu machen. Und habe mir jetzt hier ruckzuck mein eigenes Gitter gebaut. Am besten hält es jetzt, wenn ihr wirklich 3-4 Mal mit dem Draht hier einfach rumwickelt. Und jetzt bei den Zwischensträhnen bin ich jetzt hier beigekommen und habe die einfach einmal nur so rumgeschlungen. Mit dem Draht meine Kamera. Eben so ein Geräusch war. Jetzt wieder an, und zwar gleich hier, wo ich aufgehört habe,
setze da diesen Draht an und verzwirbel diese jetzt beide. Soweit der Kranz gebunden ist, hier alles schön fest, dann kommt jetzt hier die Steckmasse rauf. Und zwar, das ist ja klar, wisst ihr ja, Steckmasse immer aufs Wasser legen und einsaugen lassen. So, und jetzt kommt mein Drahtgitter zum Einsatz. Nehme ich jetzt hier und kann jetzt noch beikommen und lege, dass mir mein Gitter nicht so eindrückt. Komme ich jetzt hier bei und lege mir einfach ein paar Stöckchen oben drauf. Und verhindere damit, dass das Drahtgitter praktisch hier in die Steckmasse drückt. Jetzt komme ich hier in die Haften und hafte das Gitter richtig schön fest an. Hier biege ich das so runter. Wir müssen noch hochstehen. Ich kann jetzt hier meine Koniferen, die hier oben gebunden, eingebunden sind, eben halt hier den Rand einfach eben auch mit Haften befestigen. Hier kann ich jetzt eben unter die anderen Koniferen gehen und eben auch darunter die letzte Hafte anbringen. Genau das gleiche mache ich jetzt hier vorne, so dass meine Steckmasse richtig schön fest auf dem Kranz sitzt. Manchmal geht es richtig schwer runterzudrücken. Das ist so ein guter Trick, und zwar jetzt einfach die Rolle zu nehmen, wo der Wickeldraht drauf ist, das Stückchen Holz. Und damit kann man dann eben auch nochmal so richtig schön drücken und hat mehr Kraft. Und hier vorne mache ich das jetzt eben auch ganz genauso mit den Koniferen.
wetterhafte, dass hier eben doch kein Loch ist. So, wenn nun alles schön fest ist, dann fange ich ja immer ganz gerne an mit dem Grün. Und zwar nehme ich da hier von der Weigler. Und natürlich werden immer alle Materialien schräg angeschnitten. Und eben doch so gepiekt, dass so ein Stückchen gut reingehen. Also die unteren Zweige mache ich dann auch ab. Und suche mir jetzt hier eben auch schöne Spitzen aus. Hier eben bei den Blättern das auch noch mal kürzen. Und jetzt kommt meine Tüte ins Spiel. Und zwar habe ich mir ganz einfach wieder eine Tüte gekauft für 2,99 €. Das war aus der Großhalle. Ich will euch hier auch zeigen, schöne Blumengestecke, ganz egal, ob jetzt eben für den Friedhof oder, eben die auch nicht viel kosten müssen. Hier passe ich auch wieder auf und schneide die schön schräg an. Habe hier eben auch nochmal andere Grüne drin. So, okay. Und jetzt als erstes komme ich jetzt bei und mache mir meinen Tisch insgesamt sauber, räume alles auf, sodass ich danach auch gut sehe, wo ich was hinstecke. So, und na klar, auch hier gerade drahte ich mir die Germa an. Und zwar ist es da, ihr nehmt so das Köpfchen an der Hand, den Zeigefinger nach oben, piekt hier mit dem Draht für den Friedhof, wichtig natürlich, blau geglühten Draht nehmen und wickelt jetzt hier ein Stückchen. So, okay, und hier könnt ihr jetzt gleich gucken, okay, wie weit brauche ich das, brauche ich die Gabra, wo soll die hin? Und kann jetzt hier so anhand des Drahtes die Gerbera richtig schön biegen. Zeig's nochmal. Ist jetzt Gerbera, kann man entweder andrahten oder eben auch schlauchen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, aber es hängt jetzt hier mit dem Stiel zusammen, dass
eben jetzt praktisch, um die Gerbera irgendwie in Form zu bringen, was einfach auch notwendig ist. Seht ihr, jetzt kann ich die richtig schön biegen. Und habe dann das, die Blume wirklich da, wo ich die hinhaben will. So, was habe ich noch in mein Sträußchen gehabt? Praktisch hier hat jetzt beiden Rosen. Manchmal müsst ihr ein bisschen gucken, okay. Fing den ersten. Und dann sagt man ja so in der Floristik, macht man alles im ungleichseitigen Dreieck. Das heißt, ihr habt ja schon ein ungleichseitiges Dreieck. Aber es ist eben jetzt ja noch, wenn ich hier raus praktisch hier in die gleiche Linie geht. Ist euer Dreieck damit ja noch viel größer. So, dann habe ich jetzt hier noch die Lilie. Die wird auch richtig super. Die ist jetzt ganz schön rausgewachsen. Also macht da Zweier draus, dass die Blüte richtig schön jetzt hier nachher aufgeht. Jetzt hier nimmt auch halt nach vorne. Was habe ich noch? Den Mohn. Das ist auch eben so ein Stückchen eine lagernde Blume. Dann komme ich bei und arbeite eben halt hier wieder ein bisschen. Hier könnt ihr, seht ihr, könnt ihr sogar so schneiden, wenn ihr mal von hinten schneidet, dass man eben einen so einen Ast eben richtig gut mehrmals verwenden kann und braucht ihn gar nicht wegschmeißen. Und hat ihn aber richtig schön in der gleichen Größe. Von hinten ist es immer wichtig, auch zu gucken in der Floristik, wenn man möchte, dass ja auch, dass das eben von hinten auch schön aussieht. Nach hinten brauchen jetzt ja logischerweise keine Blumen, weil wenn es auf dem Grab steht. Aber grün und dass es ordentlich aussieht, muss schon sein. Von der Schafgarbe mache ich jetzt hier noch mal ein gelbes Tupfel da hin und nehme jetzt hier meins, was ich habe, und fasse das eben halt auch so zusammen. Komme ich auch ganz einfach bei. Mache mir auch einen kleinen Draht rum. Auch wieder eine Hafte. Und habe jetzt hier nochmal ein Tupfen. Und zwar habe ich jetzt eben hier auch nochmal zum zweiten Mal jetzt hier die Farbe Gelb. Ja, Orange geht hier schön auf und ist eben hier halt im Dreieck drin. Und dadurch wirkt das interessant. Ja, das ist eine schöne Sache, die man zu jeder Jahreszeit eben aber auch für den Friedhof machen kann.